Schönen guten, mein Lieben. Da sind wir wieder und ja. Ich glaube, wir sind hier stehen geblieben, damit wir heute kämpfen können. Nehme ich mal ganz schwer an. Ach, das sind Ultimate Fights. Okay. Das ist gut. Wir haben bald diesen gelben Kringel da geschafft. Und ich glaube, dann können wir uns zusehen, dass wir quasi. Ich glaube, wir kämpfen jetzt einfach mal, oder? Wir sind ganz fit, wir sind alles klar. Wir wollten das hier so ein bisschen hochziehen, glaube ich. Ich habe jetzt schon wieder länger nicht gespielt. Nee, tut mir leid, ich hab. Und so weiter und so fort, wisst ihr ja. So, und dann geht es hier ab. Nämlich gegen diese zwei Kollegas. Da haben wir so ein Geschicklichkeitskollegen. Das sind ja immer so ein bisschen unsere Angstgegner. Nicht wahr? Wisst ihr ja, ne? Wisst ihr ja. Powerblock. Ja, den wollte ich behalten, ne? Und das ist hier der Energiedings und das ist der Clothesline, damit wir einen haben, der richtig Schaden macht. Also das sind unsere zwei Schadensgeräte und das hier ist eigentlich ein guter Kinhaken, nicht? Und dann haben wir hier noch dritte, die wollen wir nicht benutzen. Dann habe ich hier noch einen Countercross. Okay. Elbow, Countercross. Wir probieren es erstmal so, wir kämpfen erstmal. Wir haben ja, glaube ich, letztes Mal haben wir auf Schnauze gekriegt von irgendwem. Ich bin nicht ganz sicher, ich weiß es nicht. Oh, wir verbrauchen viel Energie, ne? Das ist nicht so schön. Prost. Boah, also wenn er mal trifft, ne, dann ist echt der Ofen aus. Aber er trifft uns noch zu selten, deswegen müssen wir einfach ein bisschen Geschicklichkeit pushen. We have to push. The quickness. Lief ganz gut, ne? Das hier, ey, das ist echt hart. Nur zu machen, ne? Ist halt so, hau drauf da jetzt. Komm, ein, zwei Schläge noch. Ey, du musst nur zweimal treffen, Digga. Gar nicht so schwer. Einmal. Jetzt gib ihm einen. Ist schon die dritte Runde jetzt. Ich fass es nicht. Komm, hau ihn um. Einmal noch treffen, dann ist es Geschichte. Wir verlieren so viel Energie. Energie verlieren wir sehr viel. Das ist nicht so gut. Jetzt haben wir echt drei Runden gebraucht. Das haben wir vorher, haben wir das noch nie gebraucht, glaube ich. Dann haben wir nochmal den Mr. T hier, den komischen. Und, aber egal. Den kriegen wir auch so. Den kriegen wir schon. Macht das denn hier zurück in deine Stärke? Nein, wir haben nichts, was. Ich habe irgendwie, weil da letztes Mal hatten wir irgendwas, wenn wir ausgewichen sind, haben wir Schaden gemacht. Seht ihr da so jetzt da gerade nur halt mit Schaden. Aber ich weiß nicht, wir hatten keinen Skill dafür, deswegen war ich verwirrt. Genau. Oh, hallo. Wie wär's mit zurückhauen? Genau, Digga. Mach keinen Quatsch. Zack. Ja, das ist gut. Er hat beides Ausweichen und Dings drin. Das ist aber auch komisch. Naja. Vielleicht sollten wir das auch tun. Zack. Win! 150 Ockern und 7 Punkte. Ich glaube, wir können was aufwerten wieder. Plus 15 Punkte in der Liga. Das ist gut. College. Ich werde nochmal hier gucken. Jetzt haben wir die gelbe eigentlich geschafft, oder? Einen müssen wir noch. Einmal gelb noch. Und dann kommt der Hardcore-Kämpfe. Aber wir haben jetzt gut Geld verdient. Das ist schon mal schön. Jetzt gehen wir mal in die Stadt. Und zwar gehen wir mal zum Sportgeschäft. Zu Fuß. Da wollen wir mal gucken, was wir kaufen können. Wir können den Wing Chun und den Laufband kaufen. Und oder gelb-grün. Ich könnte, ich würde, ich hätte, ich täte. Ich würde gerne diesen kaufen, weil der halt so viel davon gibt. Das, und weil der halt auch teurer ist, ne? Ja, nehmen wir mit. So, jetzt haben wir das auch schon mal zu Hause. Trotzdem gehen wir erstmal ins Muckibude. Da werden wir gleich. Ja, das reicht sogar. Das ist gut. Dann machen wir einen Übungskampf. Dann kriegen wir noch mal ein bisschen Dings. Und dann können wir, glaube ich, noch einen Skill erlernen. 93 Combo. Nicht übel. Schön, wie er den wegklatscht. Drei Punkte nochmal dazu verdient. Jetzt könnten wir eigentlich mal ein Dings gebrauchen hier, einen Skill.
Ausweichen, ja, ist die Frage, ne? Brauchen wir das? Na, 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 na. So. Gute Schuhe und so. Ist die Frage, ob wir den Dauerbrenner jetzt mal nehmen oder hier was anderes noch. Was wollten wir hier noch haben? Den Dreierschlag? Nö, ne? Manu. Ist ja nicht wahr. Den ja, das ist aber nur 8, ne? Dieses Muskelgedächtnis, wo ist denn das andere? Da. Das geht ja nicht unter 13. Vielleicht sollten wir einfach mal gucken, dass wir hier ankommen. Motivation gibt 50% mehr Stärke beim Training. Das ist natürlich auch äußerst wichtig. Wichtig. Alle deine Schläge und Energien des Gegners mehr Schaden, wenn aktiviert. Ersetzt Ausweichen, wenn Gegner zusätzliche Energie verbrauchen, wenn er dich angreift, während der Ausfallschritt benutzt. Hartnäckig. Wirst du umgehauen, besteht die Chance, dass du mit 30% deiner Energie wieder aufstehen düst. Der Dreierschlag wäre vielleicht was, führt dazu, dass so Boxschläge öfter nacheinander ausgeführt werden und verringern ihren Energieverbrauch, wenn aktiviert. Den hatte ich durchaus mal. Den hatte ich mal. Hallo? Das Muskelgedächtnis fehlt mir jetzt irgendwie überhaupt nicht. Das Schlagmodell, jeder Treffer von dir reduziert das Geschick, wenn aktiviert. Ich glaube, das machen wir. Das werden wir jetzt einfach mal lernen, damit wir auch ordentlich Geschicklichkeit. Jeder Schlag, den du blockst, verringert das Geschick. Na, seht ihr doch mal hier, da wollten wir doch hin. Hören Sie mal. Motivation, ja, okay. Das sind Sachen, die können wir halt später noch lernen. Jetzt gehen wir erstmal hier in der Muckibude rein. So. Da werden wir Muckis trainieren. Mio, mio. Gib ihm, Junge. Gib alles. Gut, dass man nicht nochmal. Oh, er bleibt sitzen diesmal. Das ist aber nett. Ja, die haben irgendwas gepatcht. Die haben irgendwas gepatcht. Irgendwas kam. Irgendwas war mal hier mit einem Download. Weiß der Geier. Wahrscheinlich haben sie dann gefixt, dass er nicht aufsteht, aber das war jetzt nur das kleinere Problem, finde ich. Also das hat mich jetzt nicht so gestört, ganz ehrlich. Tatsächlich, ich werde hier mal ein bisschen üben noch, ne? Genau. Das trainieren. Schink, trink, trink, trink. Da haben wir nämlich gut verloren wieder. Trim, 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 trim. Das kann er ganz schön lange trainieren, scheinbar. Und dann können wir hier nochmal auf die. Da dürfen wir auch nicht im. Ich will jetzt gucken, dass ich die 13 halte. Glaube ich. Weil durch diesen einen Skill, den noch später bekommen werden, hoffentlich schnell. Aber so schnell wird das, glaube ich, nichts. Da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen vertan noch ein bisschen, ne? Warte mal, wir können mal ganz schnell gucken nochmal hier. Das war. Kommen wir denn da noch irgendwie hin? Dieses Muskelgedächtnis. Dahin, genau. Das, das, das. Also in drei Dingern, da muss ich hier sein. Dann können wir hier auf 13. Dann können wir das erstmal hier so lassen, weil. Falls man das überhaupt bekommen kann, ne? Falls ich nicht Muskelgedächtnis 2 vorher haben muss. Das weiß ich natürlich nicht. Wir wollen es mal nicht hoffen. Wir haben jetzt keine. Also wir haben ja angefangen, wir haben ja nicht angefangen. Wir haben also uns nicht für ein Turnier angemeldet oder so. Wir warten auf die rote Zone quasi. Wir machen die rote Zone klar. Das ist blau, ne? Blau und grün. Wir brauchen aber hier noch ein bisschen, sonst geht das so schnell wieder runter gleich. Katsching, katsching. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht falsch irgendwie. Ich weiß es nicht. Können hier bleiben, bis er Hunger hat. So viel steht mal fest. Das sollten wir dann auch bestmöglich nutzen. Ah, okay, du hast ja Hunger. Ich weiß. Du hast ja Hunger, du hast ja Hunger. Wir kämpfen morgen. Das heißt, wir können ja ruhig noch ein bisschen nach Hause gehen. Kohle haben wir eh nicht mehr, also müssen wir erstmal nach Hause. Und da werden wir dann ein bisschen Fleisch, ein bisschen Limo, ein bisschen Tiefkühlpizza essen. Und dann sind wir auch schon gut wieder voll, fast, ne?
Und dann sollen wir noch schlafen? Ne, wir trainieren erstmal noch eine Runde. Und zwar in unserem neuen Knüppel hier. Den können wir nämlich gut gebrauchen. Der macht nämlich hier schön viel Geschick. Wie wir ja gesehen hatten. Denn der gibt auch ein bisschen was anderes noch. Ich glaube, ich werde darauf Wert legen jetzt erstmal. Das andere kommt so mit, ne? Da war schon gut. Können wir da nochmal draufhauen. Die letzten paar Minütchen. Und dann könnten wir entweder machen wir den ganzen Tag nochmal Training. Oder nur so viel, wie wir brauchen. Mal sehen. Also das ist 13, ja das. Nee, du brauchst nicht mehr, danke. Der ist ein bisschen ausgebaut, deswegen werde ich das mal hier nochmal, bis er ausgebaut ist, so richtig. Nochmal ein bisschen davon was mitnehmen und dann können wir schlafen gehen, eine Runde. Das schmeckt mir mal. Ja, bist platt, ne? Komm, geben wir dich mal eine Stunde. Up auf der Couch, da. Wir könnten ja auch nochmal bei Dings vorbeigucken, bei, wie hieß er noch? Roy? Roy, der Boy. Könnten wir mal noch. Wie Hunger. Ey, Alter, der ist nur am Fressen, der Kollege. Der ist nur am Fressen. Das kann ich dir sagen. So. Satt und trocken. Ab im Bett. So, mach voll, mach voll, mach voll. Ja, reicht. Dicke. Kühlschrank. Wir haben ja jetzt einen Kampf. Deswegen können wir ruhig nochmal ein Essen hier. Das heißt, wir können also danach nochmal einkaufen gehen. Zack, guck mal, das sieht doch schön aus, oder? Wie spät haben wir? Da oben, ja, alles klar. Wir kämpfen. Wir sind auch nicht stärker als vorher, haben aber ein neues Dingens. Und da werden wir mal nachgucken, was das war. Und wo das war vor allem. War er das hier? Sí, señor. Dieses war er. Ich könnte den Elbow rausnehmen und den reintun. Könnte ich. Weiß ich aber nicht, ob das Sinn machen tut. Wir kämpfen gegen. Ach, da kein Problem. Den klatschen wir so weg. I hope so. Warum habe ich den überhaupt reingemacht? Weil das ist sogar kein Geschicklichkeitstyp. Also eigentlich kein Problem. Eigentlich. Aber der da ist bestimmt einer. Ich muss es so machen. Der da. Win. Ich habe gar nicht aufgepasst, aber naja gut, hast du fein gemacht, mein Junge. Das ist bestimmt auch keiner. Soll ich das trotzdem mal lassen? Vielleicht ist das gut. Ich lasse es einfach mal drin, das sah ja gut aus. Scheinbar. Auch wenn ich nicht hingeguckt hatte. Wie die kaum Schaden machen, ne? Hier mit 3 und so. Und da klatscht, kriegst du einer vor die Fresse, dann ist 90. Geil! Und wieder 150 verdient. Dingsack. Er ist voll drauf. Oh, haben wir es drauf. So, jetzt müssen wir mal einkaufen gehen hier. Damit wir noch was zu futtern haben im Kühlschrank, ne? Heute habe ich keine Bösewicht im Angebot. Ha, ha. Schön. Ich freue mich so. 1, 2, 3, 4, 7. Oh, das wird teuer. Tiefkühl 35, wir brauchen 20 eigentlich. 30 brauchen wir, ne? 30 können wir gut gebrauchen. Vielleicht sollten wir noch mal arbeiten gehen zwischendurch. Nichts mit Bus hier, komm, zu Fuß, mein Freund und Kupferstecher. Wir machen den Übungskampf. Natürlich, weil wir brauchen dieses, wir brauchen diese Punkte. Jawohl. Könntest du ihn jetzt mal wegklatschen, danke. Immer dieses Rumgehampel da. Klatsch ihn weg und fertig. Und wieder nur 5 Dollar übrig. Nicht schlimm, Jim. Also eigentlich, vielleicht bräuchte man jetzt gar nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Kann man sich die 10 €, $10 sparen. Aber ich mache immer beides. Tut mir so leid. Ich mache immer beides. Ja, ich hab's gerne beides. Doppelt und dreifach. Am liebsten.
Am liebsten. Eigentlich hätte ich ja ganz gerne hier die Fitness auf 18 oder so. Ach, Fitness auf die Stärke hier auf 18 oder so. Auf 12 oder 11 hätte ich die gerne. Das wäre cool. Ein Schlagkampf vorbei. Ich würde gerne mal so ein... Einfach so ein One-Shot. Verstehst du? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das wird doch wohl möglich sein. Ich werde mal noch mal gucken hier quasi eben schnell... Mit dem Muskelgedächtnis. War da nicht irgendwo, was Muskelgedächtnis noch höher macht? Nein. Da gibt es diesen Blitzschlag. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Wenn er dich so ansieht, schaffst du noch eine Runde. Ja, das ist in Ordnung. Du verursachst 20% mehr Schaden. Hast du 30% oder weniger, teilst du 30% mehr Schaden aus. Wenn du das hier kaufst, später... Dann kannst du weder blocken noch ausweichen nehmen. Also du kannst nur noch draufhauen. Also nur noch irgendwas nehmen, was wirklich draufhaut, sozusagen. Und nichts mehr, was ausweicht oder irgendwie defensive. Jetzt waren wir hier schon. Ich weiß nicht mehr. Ich mach mal den hier. Ja, ein bisschen können wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ach, wir können ja auch mal arbeiten gehen. Wir könnten ja mal ruhig mal arbeiten gehen dafür. Wir haben ja diesen Schlägerdings. Da kriegen wir $100 oder was, ne? Ich habe das schon wieder ganz vergessen alles. Ganz toll. Aber jetzt wollen wir erstmal hier zusehen, dass wir hier fertig werden. Damit wir hier nochmal ein bisschen fitter werden. Und danach können wir ja nochmal schnell arbeiten gehen. Das bisschen da. Gelle? Du die Wurst und ich die Bälle. So. Wir dann nehmen das auch noch mit. Natürlich, wir nehmen alles mit. Hör mal, wir machen alles klar hier. Pull. Push. Push up. So. Hau mal auf den Reifen drauf, du. Na, ja, immer gut. Der wird lecker, du. Da können wir auch nochmal draufhauen, kurz. So, gib ihm. Bing, bing. Schön macht er das. Hat er schon Hunger? Ja gut, dann gehen wir nach Hause, komm. Ne, wir wollten nicht nach Hause, wir wollten... Ich glaube, man kann das machen, oder? Zum Camp, dann gehen wir mal schnell arbeiten. Verdiene ein bisschen Geld. Ja, es ist Zeit, du. Okay, wo ist mein Werkzeug? Ding, ding, ding. Locker Arbeit, die kann man auch machen, wenn man Hunger hat. So sieht's nämlich aus. So, dann gehen wir nochmal hier hin zum Supermarkt. Du siehst heute besonders stark aus, mein Freund. Da hast du wohl wahr. Ich bin auch stark. 1, 2, 3, 4, 12, 6. So, siehst du, $24 übrig. Haben wir doch gut gewirtschaftet hier. Ist ja auch die halbe Miete, ne? Dann Fleisch, Pizza, Schluck trinken, ab in die Kammer. So, wir brauchen. Ich gehe daran sofort. Kriegen wir von allem wieder ein bisschen. Und vom meisten am blauen. Das ist gut. Und das kriegen wir auch ein bisschen hoch, aber leider nicht genug, dass wir da jetzt irgendwie 8 hätten oder so. Das wäre auch schön. Aber was soll's, ne? Hauptsache, wir haben ein bisschen was. Dann würde ich ja glatt hier nochmal hingehen, damit wir noch ein bisschen Grün dabei tun. Tun tut man nicht. So, das schaffen wir leider nicht. Die Greens. Ja, wir müssen halt ein bisschen trainieren. Wir müssen das schön oben halten. Wir werden noch ein bisschen trainieren, so. Und dann werden wir gleich nochmal eine Runde schlafen und eine Runde essen und alles, was man so braucht. Gehen wir hier auch nochmal dran? Ne, das wird zu knapp dann, glaube ich. Komm. Ja, ab. Hunger. Fleisch. Pizza.
Limbo. Top Ernährung. Kann ich nur empfehlen. Aber lieber nicht. Und irgendwo steht doch noch eine Blume rum, oder nicht? Verdammte Kacke. Ich habe die, glaube ich, immer noch nicht. Haben wir die schon? Die haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass wir den Tag, den Kampf versäumen. Dann werden wir uns noch ein Stück Fleisch reinziehen. Ohne Limo. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt eine Runde kämpfen noch und dann, oh, wir sind schon im roten Bereich. Oh, Kacke. Kämpfe! Aber es ist nur noch ein Gegner. Aber schwerer. Aber ich glaube, den hauen wir weg. Den machen wir alle. Zack. Oder? Da. Den knallen wir weg. Zack. Gib ihm. Adios, amigo. Der war. Oh, wir kriegen 10 Punkte. Oh, und wir kriegen mehr Geld. Krasse Sache. Aber wie es weitergeht, sehen wir es in der nächsten Folge. Also macht es bis dahin ganz gut und schlaft schön. Ciao, ciao.